Go, Baby! Tada! Ja, ich bin's, der Mario von den Schwabenfängern, und? Ich bin's, der Kevin. Der Mario und ich hätten es uns nicht erträumen lassen, aber wie ihr seht, es geht. Ja, es geht. Was haben wir denn? Kurz an, oder? Ja. Wir haben hier BMW M2 und in dem Fall das Facelift-Modell. Aktuell der Vorgänger vom Modell, wo der Mario gleich vorstellt. Wir haben den S55 hier verbaut. Bei mir den N55 mit 370 PS und 465 Newtonmeter. Dieses Fahrzeug hat gekostet 59.500 Euro Grundpreis. Und wir wollen jetzt einfach auf die Veränderungen drauf eingehen. Aber erstmal sagt euch der Mario, was bei ihm drüben steht. Ja, ich habe den sogenannten S55 Motor im neuen M2 Competition, der F87 Modellreihe. Ja? Hier ist der Grundpreis 61.900 Euro. Wir haben in dem Fall 411 PS und 550 Newtonmeter. Also man merkt, da hat sich schon ein bisschen was getan. Natürlich genau. Ist jetzt hier der M3 M4 Motor drin und noch ein paar andere Modifikationen. Da kommen wir dann gleich noch dazu, würde ich sagen. Ne? Ja, fangen wir an. Was haben wir für Unterschiede von Vorgänger zu aktuellem Modell? Ja, fangen wir an mit den Spiegeln. Leider hat hier der Besitzer schon nachgeholfen. Ja. Und zwar normalerweise würde man die Unterschiede am Spiegel eindeutig erkennen. Ich erkläre es euch gerade mal. Dieser Spiegel hier ist eine Spiegelkappe. Das heißt, normalerweise würde der Spiegel einfach ganz normal hier hochgehen und dieses Eck würde wegfallen. Genauso wie ihr seht, ist der Blinker hier anders wie hier. Hier haben wir ganz normal mit Glas eingebaut. Ja, sieht ein bisschen nicht so schön aus, wie sie es hier verpackt haben mit diesen Streifen. Original. Und hier natürlich, genau, und hier natürlich dieser Bogen, das R-Serie nicht hat. Das ist ein gravierender Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen und den anderen. Und die anderen gravierenden Unterschiede zeigt euch jetzt der Mario. Ja, was hat sich beim M2 Competition getan? Die meiste Veränderung, klar, okay, Motor, aber auch die Frontschürze. Ja. Es hat sich verändert. Und zwar sage ich hier mal, der Bereich hier, der ist weniger geworden. Man sieht es, hier geht es in die Breite weiter raus. Wir haben jetzt hier mehr Luft. Dann hat sich verändert, wir haben jetzt hier vorne die drei Anlässe. Die hat der M2 auch nicht. Und dann natürlich gravierend, und da sind die Meinungen sehr verschieden. Also viele sagen, mir gefällt der M2 kühler Grill besser, schwarz mit Chrom und dann auch noch lackiert zwischendurch. Hier ist es jetzt ja ein komplettes Stück ohne Chrom und schwarz glänzend. Ich muss gestehen, mir persönlich gefällt die Seite besser. Dir gefällt M2 besser. Genau. Ja, das sind so die Hauptunterschiede. Er hat jetzt zum Beispiel noch Reinigungsanlage mit an Bord. Ja, das ist so der wesentliche Unterschied von der Front her. Was haben wir noch für Unterschiede? Wir haben noch Unterschiede im Innenraum. Allerdings wollen wir da jetzt zum Video gar nicht groß drauf eingehen. Es gibt einen Knopf, der ist in dem Fall rot. Der soll einfach signalisieren, dass das noch ein bisschen so, ja, dieses Aggressive, dieses unterstreicht nochmal, was es für ein Auto ist, ja, im Vergleich zum Vorgänger. Aber wir gehen jetzt noch nach hinten zum Heck, weil wir das für wichtiger erhalten, um da nochmal die Unterschiede aufzuzeigen. Und dann das beste Thema. Wie hören sich die zwei an? Alt gegen neu. Gebt uns eure Meinung dazu. Was haltet ihr davon? Es gibt einen Kaltstart. Genau. Und eine leichte Gasdüse. Also, ab nach hinten. Jo. Einmal wechseln, hat kurz gedauert. Ja, was haben wir für Unterschiede nach hinten? Oder von hinten? Gucken wir uns das Heck kurz ganz grob an. Wie ihr seht, haben wir nicht viele Unterschiede. Ja. Ein Unterschied: Abgasanlage. Bei Mario die Entrohrblenden seht ihr von hier, in dem Fall sind die schwarz. Hier haben wir sie verchromt. Ja. Ein weiterer Unterschied. Ja, die beim Competition, die neigen sich leicht nach unten. Das sieht man, ja. Man kann da mehr oben reinschauen, und bei dir drüben? Ja, die schauen mehr oder weniger gerade, eher ein Stück nach oben gerichtet, ja, nach vorne. Sind nicht abgerundet oder abgeflacht, sage ich mal. Genau. Sie sind ein bisschen angeschrägt, dass sie quasi mit der Karosse nach unten gehen. Er macht das nicht. Aber da hängen wir uns doch gar nicht weiter auf, sondern wir machen jetzt Action. Action, genau. Sound. Competition, M2, ich würde sagen, du fängst an. Los. Also rein mit dir.
Ne? Hört sich schon gut an. Jetzt mach schon aus, jetzt bin ich dran. Lass mal kurz nachlaufen, dann bist du dran. Okay. Mario, du bist dran. Okay. M2 Competition. Jo. Und los geht's. Also, viele sagen ja OPF. Ja. Man klingt, es klingt schon richtig gut. Also, es ist hinten. Es ist ein bisschen, anders. Aber auch laut und gut. So ist es. Also, er ist eher so ein bisschen dieser dumpfe. Bassigere, dumpfe. Ja. Und er ist eher so der Grelle, ich bin hier, ich will. M3, M4 halt, ne? Beides geil. Ja. Also, jetzt haben wir euch mal die Unterschiede gezeigt. Es werden noch ein paar Videos folgen, genau. Was noch alles so machbar ist. In dem Fall. Street Performance Tuner und der Schwabenchecker Mario sagen: Ciao. Bis bald, ciao.